Hi ho und willkommen zurück bei dem Zuschauer zu Okami HD der Steam-Version. Wir sind beim Strand-Sightseeing, nachdem wir an der nördlichen Hiroshima-Küste endlich angekommen sind. Ein Händler, mal wieder ein neuer, das sehe ich sofort. Die dicken Typen mit Regenschirm sind nämlich meistens Händler. Hallo. Ah, da ist ein. Ja, ah ja, das ist eine gute Idee. Das wird sich verkaufen wie warme Semmeln. Ein Docknut in der Form der Oni-Insel. Ein Oni-Doni. Aha. Das wird großartig. Sieh nur, du kannst die Oni-Insel von dir aus sehen. Das ist der perfekte Platz, um Oni-Insel-Souvenirs zu verkaufen. Man muss das Beste auch aus einer schlimmen Sache machen. Stimmt's? Oder man endet sonst in der Gosse. Diese dämonenförmige Insel erschien schon vor einer ganzen Weile aus dem Nichts, als der Wasserdrache verrückt wurde und dieser seltsame Nebel über die Stadt kam. All das geschah, seit diese Insel erschienen ist. Und jeden Tag sieht es so aus, als würde sie auch an einer anderen Stelle erscheinen. Es kann keinen schlimmeren Anblick in der ganzen weiten Welt geben. Oh, die Insel, was? Ich wette, es wird schwierig, dahin zu kommen. Und wenn wir dann doch da sind, wette ich, wir werden uns wünschen, dass wir es nicht wären. Was murmelst du da? Seid loszulegen und ein paar Geschäfte zu machen. Bist du gekommen, einzukaufen, Hündchen? Dann sieh dich um. Einkaufen, ja. Was haben wir denn? Die Angelrute ist ausverkauft. Ansonsten hast du nichts, was wir brauchen könnten. Knochen haben wir nämlich genug. Und wir wollen eh sparen. Von daher. Was sagt die Karte? Wir sind hier. Wir könnten da hochgehen. Da ist jemand zum Reden. Hier ist so ein Wasserfall. Ja, eigentlich will ich auch die Mondszene sammeln. Oh, das da wird die Odi-Insel sein. Ne, das da hinten ist die Odi-Insel. Was ist da unten? Sind wir jetzt auf der Hasenlichtung gelandet? Okay, füttern wir mal sehr viele Hasen. Das müsste jetzt aber reichlich Glück bringen, jo. Da kommen wir wieder hoch. Da ist noch ein Kleeblatt. Eine Wildschweinstatue. Yay. Eine verstreute Perle. Ein goldener Pfirsich. Und noch mehr Glück. Das hier ist so gesehen die Glückslichtung, hä? Ja, hier haben wir einen schönen Ort gefunden. Und wieder hoch. Los, Baby, hoch, Scotty.
Ja, wir könnten jederzeit wieder da unten rein. Um da hochzukommen, bräuchten wir immer noch die neue Kraft. Da ist das Meerjungfrauenportal. Ja, irgendwie habe ich den Drang, darüber zu wollen. Oder darüber. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal um die Wohntore. Na komm runter. So. Nummer 1 ist erledigt. Nummer 2 ist es auch gleich. Ich dachte mir, dass das nicht alles ist. Zeit verlangsamen. Und dich wegpusten. Kommt doch mehr? Nö. Ja, Zeit haben wir nur grün, aber das ist egal. Wir haben dadurch einen Baum gepflanzt, was viel schöner ist. Und hier ist sie zu füttern. Das können wir gerade überspringen. Haben wir damit jetzt eigentlich alle Hasen mal gefüttert? Schatzliste, haben wir was Neues? Wildschweinstatue. Einer der 13 Sternzeichenschätze. Er scheint hungrig zu sein. Aha. Nicht Bestiarium. Tierliste. Hasen sind wir immer noch nicht voll. Dabei haben wir so viele gefüttert. Dafür haben wir alle Pferde und alle Hühner gefüttert, aber es fehlen immer noch 3 Tiere. Mäuse haben wir sehr wenig gefüttert, muss ich sagen. Und Waschbären. So, wer bist du? Oh, hallo Hündchen. Bist du gekommen, um den Turmkatzenschrei zu sehen? Den Turmkatzenschrei zu sehen? Man kann es von hier aus hören, diesen Katzenschrei. Es hört sich so traurig an. Der Turm wurde vor langer Zeit auf dieser Insel gebaut. Man sagt, aus seiner Spitze soll eine riesige Katzenstatue stehen. Früher war das mal eine echte Katze. Nachdem sie ein wirklich langes Leben hatte, wurde sie zu einem Gott. Dann baute sie diesen Turm, um von seiner Spitze aus über die Welt zu wachen. Aber der Turm war zu hoch, dass die Katze Angst bekam und nicht mehr runterkommen konnte. Sie war so lange da oben, dass sie zu Stein wurde. Und sie ist die ganze Zeit alleine da oben. Darum schreit sie sogar heute noch. Ist das nicht die traurigste Geschichte, die du je gehört hast? Ja, nur wie kommen wir dahin? Hä, soll ich dir noch einmal über den Turmkatzenschrei erzählen? Geschichte nochmal hören, nicht wirklich. Ich wette, du glaubst mir nicht, Schnitzchen, aber es gibt viele Abdrücke von Katzenfunden auf den Wänden des Turms. Sie müssen vor dem Katzengott stammen, als er hochkletterte, aber sie ist seit langer Zeit alleine. Es ist so traurig. Ich wette, sie ist hungrig. Ich wünsche, ich könnte ihr etwas zu essen bringen. Wasserdrache, friss mich bitte nicht. Okay. Wait, wir haben es hochgeschafft. Ein Reiseglücksbringer, das ist immer schön. Und Glück, das ist auch immer gut.
So wie ich das sehe, haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder direkt zu dieser Insel versuchen zu kommen. Was ich einfach mal versuchen werde. Nein, wir werden vom Wasserdrachen gefressen, wenn wir das machen. Wow. Ich dachte schon, wir werden erledigt. Wie sollen wir aus diesem Schlamassel bloß rauskommen? Okay, da geht... Können wir nicht lang. Ey, was macht ihr denn da? Hey, Urashiba, also wurdest du von diesem Porka-Typ mitgenommen, stimmt's? Und er hat dich zu einem Schloss auf dem Grund des Meeres mitgenommen? Wer das weiß, wo ist denn der Porka jetzt? Hehe. Ja, wo ist er jetzt? Ja, wo ist er jetzt? Wovon reden die da? Es heißt nicht Porka, es heißt Orca. Er ist ein Gesandter des Drachenpalasts. Und er kommt nur zu Leuten, die es wert sind, dorthin zu gehen. Ja, genau. Hat dir deine Mama nicht beigebracht, dass man keine Lügen erzählen soll? Holen wir ihn uns. Ja, holt ihn. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Nur Feiglinge rotten sich gegen einen so zusammen. Hey, wer ist das? Gutes Timing, ich habe eh keine Lust mehr mit ihm zu spielen. Kommt schon, gehen wir woanders spielen. Ja, gehen wir spielen. Was denkst du, wovon diese kleinen Girl gesprochen haben, Ami? Was haben sie mit einem Schloss auf dem Grund des Meeres gemeint? Hm? Ich muss weggetreten sein. Das passiert mir öfters am Strand. Fischer Urashiba. Der Fischer lässt sich von kleinen Kindern verprügeln. Ich weiß nicht, wer ihr alle seid, aber ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich geweckt habt. Wenn ich mich nicht aufraffen kann, nach Hause zu gehen, dann mache ich hier manchmal ein kurzes Nickerchen. Du hast geschlafen, Mann. Du hast uns wirklich beunruhigt, hier einfach so rumzuhängen. Du bist doch nicht krank oder verletzt, oder? Nein, mein Herr, ich bin fit wie ein Fisch im Wasser. Ich mache nur ein Nickerchen beim Strand, das ist alles. Oh, nur das freut uns zu hören. Wie auch immer, was war das mit dem Schloss auf dem Grund des Meeres? Würdest du dir was ausmachen, um es einzuweihen? Niemand glaubt mir diese Sache. Es gibt ein Land unter der See hier in Ryoshima. Die Drakonier und der Meeresgott leben dort im Drachenpalast. Der Drachenpalast ist ein unglaublicher Ort. Wirklich sehr schön. Aber ich war dort nicht mehr seit einer Ewigkeit. Drachenpalast, Land der Drakonier? Das sind die, die den Wasserdrachen kontrollieren. Das hat Himiko wenigstens gesagt. Aber wie kommt man dort runter zu diesem Plasteimer, Junge? Wie konnte ein fetter, ich meine Jüngling mit schweren Knochenbau wie du, dem Drachen ausweichen und es bis zum Grund des Meeres schaffen? Der Wasserdrachen war damals noch viel netter, aber weißt du, man kann sich nicht einfach aussuchen, den Drachenpalast zu sehen. Nur Auserwählte können gehen. Wenn du auserwählt wirst, dann kommt ein Gesandter namens Orca und holt dich. Also ist dieser Orca ein Gesandter des Drachenpalastes? Und wie trifft man diesen Typen eigentlich? Nun, das ist eine Frage, die nicht gleich zu beantworten ist. Siehst du den Pier dort drüben? An dieser Pier habe ich Orca getroffen. Ich habe raus auf die See geschaut, da kam er mit der Morgensonne. Orca kommt nur, wenn du es wert bist, den Drachenpalast zu betreten. An dieser Pier habe ich Orca getroffen. Ich habe raus auf die See geschaut, da kam er mit der Morgensonne. Orca kommt nur, wenn du es wert bist, den Palast zu betreten. Aha. Okay. Oh, Schweinchen. Schweinchen mögen Samen. Und ich mag das Glück, was mir die Schweinchen bringen. Oh ja, Heilung, das ist gut. Hey, seht ihr
an den Fischern, der hier an der Stange trocknet. Getrockneter Fisch wie dieser ist lange haltbar. Jeder anständige Fischer weiß das. Trockenzeug ist meistens länger haltbar. So, wen gibt's noch hier oben? Ach, kennen wir dich nicht. Haha, du hast einen ganz schön harten Kopfhündchen. Nun, das ist doch ein Gesicht, das ich kenne. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, Hündchen. Hey, du bist doch der Apfeltyp, der an der großen Zugbrücke war. Wir haben dich nicht in der Stadt gesehen. Was machst du denn hier? Nun, ich habe meine Meinung seitdem total geändert. Ich habe meine alte Arbeit aufgegeben und bin auf eine Reise gegangen, um meine Fähigkeit noch weiter zu verbessern. Das gefällt mir besser als der dumpfe Wachdienst in der Stadt. Lisenbons bester Bogenschütze und sein Bogen Goldfeuer sind immer noch in Spitzenform hier, Hündchen. Wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? Ist das eine, so eine Art Training, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Auf jeden Fall. Siehst du diese Frucht, die ja an dem Baum auf der anderen Insel hängt? Das ist mein Ziel. Ich kehre wieder zurück zu den Grundlagen, aber diese Frucht ist hart wie ein Stein. Nichts fügt dir Schaden zu, sogar wenn ich die Mitte 100-mal treffe. Es hört sich komisch an, aber das macht es zu einem guten Ziel hier, Hündchen. Wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? Ah. Oh, noch mehr Tierchen. Ich habe Grünfutter für euch. Mit Kühen habe ich ja auch schon. Aber muss es mich wundern, dass der See hier so gelb ist? Also ja, die Frucht habe ich voll übersehen. So, wir sind oben. Ah, wo ist die Frucht? Nö, egal was ich mache, die Frucht geht nicht runter. Gut. Ah, und hier wäre ein Weg hoch. Das ist gut zu wissen. Hey, hier ist was versteckt. Ah. Eine Perle. Oh, sehr schön. Oder ist die Frucht? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die Frucht. Nö. Die geht beim besten Willen nicht ab. Also, wir können doch beim Fischer reingucken und dann müssen wir uns auf den Steg stellen. Die Schweine mögen uns. Oh, hier beim Fischer ist sogar noch jemand drin. Zuhören. Frau Urashima, sieh an, sieh an, bist du aber ein gut aussehender Wolf. Was treibt dich in ein altes Strandhaus wie diesem hier? Ich habe leider nichts für dich, aber du kannst dich hier ausruhen, wenn du willst.
Aber Shiba ist immer alleine weg, um zu fischen. Er muss einsam sein, so ganz ohne Freunde, der Arme. Ich fühle mich schrecklich wegen ihm, aber es gibt nichts, das ich tun kann. Diese Hilflosigkeit treibt mich noch in den Wahnsinn. Oh. Also gut, hallo Steg. Machen wir mal dunkel. Dadurch tut sich erst beim Großen und Ganzen nichts. Außer, dass ich sehe, dass da noch eine Muschel liegt, die geknackt werden will. Und eine Vase enthält. Sehr schön. Oh, noch eine Muschel.